Der Heimrich hat bald fertig. Der SPD-Landrat tritt zur Wahl nicht mehr an. Aus gesundheitlichen Gründen, sagt der 47-Jährige. Ihm nachfolgen wollen zwei Frauen und ein Mann. Von allen Kandidaten erwartet der Amtsinhaber mehr Offensive. Ich denke, jetzt haben die Bewerberinnen und der Bewerber noch 3 Wochen Zeit, das zu tun. Und ich wünschte mir ein bisschen mehr Pfeffer in diesem Wahlkampf. Und der Pfeffer sollte darüber hinausgehen, dass man sich gegenseitig irgendwelche Wahlplakate klaut. Noch hat der parteilose FDP-Kandidat Hartmut Kremmer, sagen wir, sparsam plakatiert. Ihm werden kaum Chancen eingeräumt, hat die FDP es 2014 doch nur knapp in den Kreistag geschafft. Da fallen die vielen Plakate von Christiane Barth schon eher auf. Die Wasunger Stadträtin setzt auf ihr CDU-Netzwerk und die Themen Bildung, Digitalisierung und Fachkräftenachwuchs. Hier wird es vorgelebt, wie es möglich ist, die Kinder möglichst früh darüber zu informieren, welche Möglichkeiten der Berufswahl es gibt und welche Unternehmen auch in der Region vorhanden sind, welche tollen Sachen man hier machen kann. Effizient wie das Unternehmen, das sie besucht, soll die Kreisverwaltung sein. Infrastruktur ausbauen, die Südlink-Stromtrasse verhindern, den Tourismus in der Rhön und den Oberhof aufwerten. Das nennt Barth als ihre Ziele. Als Landkreis ist man praktisch nur Dienstleister für die Kommunen. Die Kommunen sind da, wo das Ehrenamt stattfindet, wo die Leute ihre Arbeitsplätze haben. Das muss weiter gestärkt werden, das kommunale Leben ist es. Und dafür will ich eintreten, dass das zukünftig auch so bleiben kann, wie es jetzt ist. Fachkräfte sind auch das Hauptthema der SPD-Bewerberin Peggy Greiser. Die Vize-Landrätin arbeitet bei der Handwerkskammer in der Berufsorientierung. Beim Meininger Pendlertag wirbt sie selbst für die Rückkehr in den Kreis. Wir sind im Landkreis sehr gut aufgestellt, wirtschaftlich sehr stark und sind halt bemüht, auch mit so einer Veranstaltung hier Fachkräfte zurückzugewinnen. Auch die Demografie geht an uns nicht vorbei. Unser Landkreis ist attraktiv und wir wollen Angebote für junge Leute schaffen. Als pragmatisch und unideologisch loben SPD und Linke die parteilose Sportwissenschaftlerin aus Zellermelis. Ihr Wahlziel lautet: Ich würde gern die Verantwortung übernehmen, weil ich jetzt in den Jahren der Kreistagtätigkeit und auch im Bildungsausschuss viele Projekte mit angeschoben habe und auch die Notwendigkeit sehe, die lückenlos weiterzuführen. Und ich glaube, deswegen wäre ich sehr gut geeignet und mit meinen Netzwerken das zu stemmen. Fragt man zum Beispiel in Schmalkalden, interessieren sich die Passanten höchstens für die Bürgermeisterwahl. Auch hier haben die Landratskandidaten offenbar noch jede Menge Überzeugungsarbeit vor sich.